Ui! Ui! Tagsam! Huglu! Hallo! Ui! Ah. Ah. Ruhe! Selber Ruhe. Für die Leute, die VOD gucken, ist wieder gemutet, wisst ihr Bescheid. Tschüss. Also auf jeden Fall die Musik. Hallo. Hukulu. Hi. Danke fürs zahlreiche Erscheinen meiner Live-Comedy-Unterhaltung. Wie geht's euch? Ich bin Stündchen zu spät, weil ist so. Ja, ja. Lars, vielen lieben Dank für den Prime im 45. Monat, Alter. Wie hältst du das hier so lange aus? Der Pat, danke schön für den Resub am 4. Okay, okay. Teddy, danke für den Resub im 17. mit Prime. Raymond, danke schön für den Resub am 10. Kussi Kuss. Lord Ruffnix, danke schön für den Prime im 23. Stenzy, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. So. Nö, nicht verschlafen. Ich wollte nur in Ruhe essen und so. Ich hatte es heute nicht eilig. Dankeschön, Stenzy. King Abim, danke für den Prime 25. Goji, danke für den Resub 23. Real Danker, danke schön für den Prime 14. Und SVOP, danke für den Prime 5. Und Obsi, danke für den Prime 3. Schönen guten Abend, wünsche dir auch deine Leute. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Was geht? Mir geht's gut. Ach, heute gab's nichts Wildes. Heute gab's Chicky Nuggies mit Pommes, Alter. Heute Autounfall gehabt. Quatsch nicht. Echt? Hoffentlich geht es dir gut. Hallo Menschheit, wie geht es dir? Gut, Hochleistungsschiller und euch und dir? Ja. Heute gibt es übrigens wieder Big P auf dem Servierteller. Big P. Was ist ein Big P, Alter? Was laber ich denn für einen Scheiß, Junge? Ach ja. Ich hoffe, ihr hattet 2 wunderschöne Tage ohne mich. Ich war komplett versunken. Im Bett und ein bisschen in, wie hieß das? Wie hieß denn das Spiel? Große Erdnuss, ist so. Genshin Impact, Alter. Wollte Mila mal gucken. Haben wir ein bisschen gezockt, ja. Was ist da los? Was soll los sein, Abdullah der Ruler? Ich habe letztens nur bei YouTube einen Clip von dir gesehen. Da hast du welche angeschnauzt im RP, weil die bei dir am Pumpen waren im Turf. ja, Genshin Impact, irgendwie sowas. Korb ist Arsch für ein Arschstadtspiel. Das stimmt. Als ich das rausgefunden habe, hatte ich auch keinen Bock mehr darauf. So an sich ist ganz cool, aber dass das so 90% Story-Modus-Dings ist, habe ich gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Batman, danke für den Prime 11. Und New Luck, danke für den Prime 25. Ihr zwei Wunderknutschis hier. Weep, selber Weep, Lucky, du bist ein Pleb. Lass nicht drüber reden, naja. Ich beobachte die RP-Szene ein bisschen. Ich habe ein bisschen bei Caleb reingeguckt und Server sieht einfach tot aus. Absolut tot. Und da wurde vorher immer gesagt, ja, wenn 2.0-Update da kommt, so, das wird alles rausreißen und so. Das sieht aus, als wäre da gar kein Crime mehr irgendwie, irgendwo vorhanden. Absolut tot. Ukulu! Auch, was geht ab, Itzandria? Hattet ihr schöne 2 Tage ohne mich? Hattet ihr, ja? Schön. Freut euch doch. Küsst die doch. Crimes auf dem Ölfeld, ja. In der Mine, Alter, mit dem Clio. Viel Arbeit gehabt. Wie war es Dienstag auf dem Berg? Ich war nicht auf dem Berg. Außerdem rede ich nicht mit dir, Lucky, du bist kein Sub. Dich überlese ich aber jetzt extra. Schreib dir gleich mal DC privat. Sind wir dann noch befreundet? Ich glaube, ich habe das wieder ausgemacht. Wenn nicht, musst du einfach adden. Naja, die Abende ohne dich sind ein bisschen blöd. Durch deine Streams abends kann ich mich wenigstens von dieser scheiß Scheidung ablenken. Merkt euch, niemals heiraten. Mama hat immer gesagt, verlieb dich oft, verlob dich selten und heirate nie, ne? Heul nicht rum. Das wird schon wieder. Lucky, richtiger Zivi ist so. Der sich überhaupt traut, hier reinzuschreiben. Was geht, Checks? Und Matze? Nee, Lugner. Was, Lugner? Ich bin Wahrheiter. Immer schon gewesen. Meine Mama auch immer gesagt, ist doch so. Stenzy, vielen lieben Dank für den Gifted an Lucky. Hat er aber gar nicht verdient.
Außerdem hat er ja selber die Möglichkeit zu supporten, weil der ist nämlich Polizist. Primax, Dankeschön für den Prime im 5. Sie sieht es aus, vor allem Scheidung teurer als Hochzeit. Ja, Bruder, da machst du nichts. Gibt doch wieder schöne Tage im Leben. Bin 22 Jahre verheiratet und immer noch glücklich. Dieter? Soll er dir auch geben, ne? Denn sie macht da so was nicht. Ach, da beschwerst du dich auch noch, wenn dir jemand einen Sub giftet? So sieht es also aus, Lucky. Hallo, MDK, guten Abend. Ich habe auch nicht viel zu quatschen, ich habe nichts erlebt. Ich lag im Bett, hab mich ausgeruht. Mal gucken, wir gehen gleich direkt in eine Pimmekes. Ich komme eh schon zu spät. Dort Hexe, danke schon für den Prime 5. Nix erlebt, langweilig. Obwohl die Sonne scheint wieder, das ist gut. Das hält die Stimmung. Eigentlich sind die Winterdepressionen weg. Oder gehen gerade weg. Was geht ab, Kölsch? Könntest du wieder nur im Bett gelegen und mich nicht eingeladen? Du teilst doch deinen Kuchen nicht mit mir. Selber schuld. Das heißt, Liebe macht blind. Jetzt bin ich verheiratet und kann wieder sehen. Boah, das erinnert mich an so einen Dings, einen Text von Vega, von dem Rapper. Sie sagen, Liebe macht blind, Hass macht stumm. Deshalb sehen wir viel und reden selten. Ja, ja. Nachher wieder Bauchschmerzen vom Lachen, gar keinen Bock. Boah, das ist echt anstrengend, ne? Also ich war Montagabend komplett platt. Ich konnte nicht mehr. Ich saß hier und hab geheult. Ich hab wirklich geheult vor Lachen. Ich kam darauf nicht mehr klar. Ja, Vega, Mann. Hurry B, Dankeschön für den Wiesam am 13. Ist dieser Vega aus Frankfurt? Ja, ja. Vincent Vega, Junge. Freunde von niemand. Ich glaube, ich kann heute Peanut nicht gucken. Letztes Mal ernsthaft völlig fertig. Ich wäre so fertig. Ne, ich auch, Alter. Und ihr guckt nur zu. Das ist echt anstrengend, wenn man die ganze Zeit lachen muss. Das haut echt Energie aus dem Körper raus. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich Sport gemacht. Aber wenn Lachen gesund ist, bin ich unsterblich, ne? Mach ich. Hab du rein. Taco-Dienstag TV, das ist ein cooler Name. Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen in Kurdistan. Ausrufezeichen Pizza in den Chat. Gleich wieder beleidigt werden, gar kein Bock. Ja. Darüber habe ich auch nachgedacht. Mir hat auch jemand auf Twitter geschrieben, ob ich das nicht mal ansprechen könnte. Weil es gibt ja auch viele, denen das so im echten Leben passiert. Aber ich habe ja letztens schon da was dazu gesagt, ne? Die Leute, die sowas machen, ob in einem Spiel oder auch Real Life, so die. Ach, was willst du dazu sagen? Das sind die wahren hässlichen Menschen. Aber das wisst ihr ja selber. Irgendwann wird Big Peanut im MP jemanden treffen, der ihn beschützt. Und dann werde ich andauernd, wenn ich beleidigt werde, denjenigen verpetzen und dann gibt es ein Brett. Ganz einfach. Christ Anthem 1, Dankeschön für den Prime 2. Kam mein Zap nicht durch? Gilfanta. Nee, Bruder, der kam nicht durch. Drück mal Alt und dann F5 dazu. Vielleicht musst du deinen Browser nochmal aktualisieren. Ich sehe schon, Big P beherrscht bald alles. Kenne ich leider zu gut. Ich bin selbst nicht der Dünnste, was man da teilweise verspricht bekommt. Das ist Wahnsinn. Ja, aber da muss er eigentlich komplett einen Fick drauf geben. Mr. S. Berle, vielen lieben Dank für den Resub im 32. Ich kann heute mal wieder zuschauen, hatte keine Zeit, habe den ganzen Peanut-Ding verpasst und bei Da Vinci nachgeholt. Ja, ich hoffe, hat Spaß gemacht, Wova. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall mal eine kluge Entscheidung von mir gewesen. Mal den Big Peanut auszupacken, mal was anderes zu zeigen. Hab nämlich schon wieder mitgekriegt im Park, gab nämlich gestern Abend, glaube ich, schon wieder Stress, irgendwas. Die haben wieder Nachtschicht gemacht, sind Leute überfallen gegangen, haben dann
eine Gruppierung überfallen und gesagt, ja, zieht nicht die Waffen. Da wurde aber eine Waffe gezogen, dann gab es da wieder Knatterei und dann gab es wieder ID-Null-Bands und viel Stress und auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ernie, danke schön für die Resub am 11. Ich bin auch dick, das geht bei einem Ohr rein und beim anderen raus, einfach ignorieren. Ja, das kann aber nicht jeder, das verstehe ich schon. Die sind einfach die hässlicheren Menschen. Was geht ab, Seamaster? Hallo, Computerspieler. Guten Abend. Lasst euch niemals sagen, dass ihr schlechte Menschen seid oder so. Nur aufgrund, wie ihr euch kleidet oder was Gott euch in die Wiege gelegt hat oder wie ihr aussieht oder weil ihr gerne isst oder so. Seid darauf stolz. Junge, ich esse auch gerne. Da ich dreh durch. Bei Kakao vor allem. Ich kann Kakao nicht trinken. Ich muss das exen. Ich dreh durch, Alter. Lasst euch da niemals verarschen. Mr. Big Boy Prey, dankeschön für den Prime 6 und Borka 45, danke für den Prime. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich würde sagen, eine Duftkerze, dann ab in eine Pommes. Chat? Habt ihr Bock auf Big Peanut? Ich weiß gar nicht, ob Mila heute am Start ist. Hab die heute noch nicht gehört. Ach, sehen wir ja dann, ob die kommt oder nicht. Ich habe gerade gesehen, dass man Mario Kart streamen kann. Man kann alles spielen, Jay, und streamen alles. Es gibt sogar Leute, die sitzen im Wohnzimmer an ihrem Kacheltisch und kiffen und filmen sich dabei und übertragen das im Internet. Solange man selbst glücklich ist, ist alles gut, genau. Und wenn nicht, dann gibt es ja Sachen und Hilfe, wie man das ändern kann, ne? Ist Torte die Frau von Peanut? Du meinst, Twinkie? Ja, ich glaube schon. Weißt du, ja, ich glaube schon, doch. Mach ich nur ohne Cam. Auch diese japanischen Hentai-Sims? Das kenne ich nicht. Das musst du uns näher erklären. Chips, Chalpes. Drogen, ja, Haschrausch gibt Zigaretten. Aber das wäre genau meins in dem Mario Kart. Könntest du mich denn nebenbei im Film gucken, aber wenn du Peanut rausziehst, kann ich den Film vergessen. Dann guck doch einfach Big Pierre Robert Los Santos. Featuring Twinkie und featuring manchmal Winnie, wenn der mal online kommen würde, aber er nicht tut. Hallo Driver. Hau drauf wie, dankeschön für den Wii7 und bla bla, dankeschön für den Gifted Sub an den Seamaster. Mario Kart zerstört Freundschaften. Da habe ich ein Video für Tipp gesehen, da hat jemand seinen Controller kaputt gemacht. Das sind so Games, wo du einen Typ spielst und dann Entscheidungen triffst, um Anime Girl zu bangen. Was? Der Fuck, Junge. So Super Seducer-mäßig oder was? Chill mal, Arbeit die Woche viel, ja. Ja, lüg nicht. Wer spielt denn sowas? Ich habe bei Genshin Impact schon ein bisschen Rückenhaare bekommen. Weil ich mir dachte, oh Gott. Aber das Gameplay hat er wieder rausgerissen. Ist eigentlich ganz cool. Ist aber auch wieder so ein Gacha-Game, wo man, wenn man nicht super viel Glück hat, Geld investieren muss. Im Prinzip wie Pokémon Opening ist alles wieder Glücksspiel. Das geht momentan auch ab, ne? Da sehe ich auch ganz viel auf YouTube. Hab schon wieder Packs gekauft für 40.000 Euro. Und daneben ist dann so ein Video verlinkt von einer Friseurmeisterin, die am Heulen ist, weil sie ihren Laden verliert und so aufgrund von Covid und den ganzen Scheiß. Ja. Schaust du mal in Super Seducer 3 rein? Ich denke schon. Aber no call. No front, der Papa. Platte. Warum ist mit dem? Super Seducer voll im Hype auf einmal. Ja, das Spiel ist doch immer im Hype, wenn rauskam. Neue Version davon, weil das ist doch super cool. Ich bin seit 1 Jahr und 12 Tagen trocken. Kein Alk mehr. Ich wog davor 115 Kilo bei 1,96. Und jetzt habe ich 30 Kilo zugenommen, weil ich wieder Appetit habe. Das war damals, als ich getrunken habe, nicht so. Man ist, wie man ist, ganz einfach. Das unterstreiche ich so. Mr. Young Bowie, du hast auf jeden Fall deinen Namen geändert, weil dein Name sagt mir gar nichts, Junge. Wer warst du vorher? Dankeschön für den Prime im 5. Was geht, Cody? Alles ist perfekt, solange du glücklich bist, ja.
Hallo Monster Energy. Hallo Chirox. Hallo Amour Tigris. Was sich übrigens anhört wie ein Parfüm, Alter. Oh, das ist nur für ein Parfüm heute drauf. Oder Amour Tigris. Zur Genshin geht eigentlich gut, ohne Geld auszugeben. Man braucht nur viel mehr Geduld und Zeit. Du kannst jedes Spiel, jedes Gacha-Game zocken, Zyrandana, ohne Geld auszugeben. Ich habe auch Genshin angefangen und habe am Anfang direkt den Dings gezogen. Mit diesen Freepacks. Wie heißt der jetzt, Alter? Warte. Den Ciao habe ich gezogen. Ist, glaube ich, so ein 5-Sterne-Charakter ist das. Ne, Xiao habe ich gezogen. Ne, Diluc nicht. Ist Latein. Hat sich direkt im ersten Ding drin. Und der soll halt richtig gut sein. Ich glaube, es ist S-Tier-Charakter. Und mit Level 10 kannst du deine Nummer 10 Packs aufmachen. Vielleicht, du kannst halt richtig reinlacken. Und so viele Charakter gibt es jetzt auch nicht, dass man da tausende von Euros reinmachen muss. Aber ist halt ein Gacha-Game. Ich würde das auch als Sidekick ein bisschen zocken. So für mich offstream wäre der Koop-Modus nicht so kacke. Weil ich mag Singleplayer-Spiele nicht. Ich wäre da gerne mit Mila oder so rumgerannt und hätte ein paar Dinger verkloppt oder so. Hab halt ein Video geguckt, wo der Typ Pros und Cons aufgeschrieben hat und einer der Cons war halt, dass man Geld reinstecken musste ab einem Punkt. Das ist, immer ein Dings, ne? Ein Kontra, wenn man Geld investieren muss, damit man das Spiel richtig spielen kann. Aber wo hast du das nicht? Für WoW bezahlst du jeden Monat 13 Euro und musst jedes verkackte Add-on wieder 40, 50 Euro zahlen, wenn nicht sogar 80 in der größten Edition mit irgendwelchen Online-Gimmicks, Alter. Könntest du mal lieber Danke einfach Danke, hab gestern erstmal den Rest im VOD gesehen, hab mich ultra weggeschmissen, bin voll Lachen vom Stuhl gefahren, als du so trocken Blutgruppe Nutella gesagt hast. Echt, danke für deine Unterhaltung. Immer Schattenwolf, aber der Witz ist ja schon alt, den kennen wir doch schon. Ja klar, kann ich auch verstehen, ist ja Free-to-Play, jo. Du musst aber nicht, du musst auch, bei Raid Shadow musst du das nicht. Bei diesem Mobile-Kacke, du musst es nicht. Wenn du dich damit zufrieden gibst, bis zu einem gewissen Punkt zu spielen und das so nebenbei halt spielst. Aber wir sind ja die Generation Sucht halt, ne? Wir fangen ja irgendwas an und wir wollen dann ganz schnell bis zum Ende. Wir wollen der Beste sein, was weiß ich. So total süchtig, Alter. Komplett bis zum Endgame rushen und alles wegbumsen und so. Das sind wir halt. Und das funktioniert halt in solchen Spielen nicht. Ich wette, man kann Genshin und so auch komplett free-to-play auf entspannt spielen, ohne jemals einen Euro da zu investieren. Ja, ob es wert ist, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ne? Die einen zocken Slots und merken dann, ja, das ist totale Kacke, weil du bist ein Role Model, wenn du das streamst und du verleitest Jugendliche und Kinder dazu, Slotmaschinen zu feiern, gehen dann davon weg und öffnen dann auf einmal für 60.000 Euro Pokémon-Karten und denken dann aber, ja, wegen Nostalgie und so, oh, das ist nicht so schlimm, das ist genau die gleiche Scheiße. Dann gibt es andere, die zocken Raid Shadow oder Genshin Add und investieren da 3.000 Euro. Weil sie da irgendeinen Charakter haben wollen, Alter, der beim Fliegen Schwänze lutschen kann. Also keine Ahnung, Alter. Muss jeder selber wissen. Und bei diesen Pokémon-Sachen, was ich da richtig ekler finde, ist, wenn die Leute sagen, ja, aber ich kaufe jetzt nur diese Packs für 30.000 Euro, weil wegen dem Sammlerding, ich will ja unbedingt Pokémon X haben. Ja, Bruder, dann kauf dir die Karte doch direkt. Das ist genau das gleiche wie bei den CSGO-Cases, Alter. Was für ein Schwachsinn. Ja, ich hole mir jetzt für 100, 200, 300 Euro, hole ich mir jetzt Dings und dann vielleicht ziehe ich ja ein Knife. Ja, dann hol dir doch einfach für die 300 Euro, die du so oder so investiert hättest, Knife, was dir gefällt. Warum willst du noch gamblen, Alter? Ich verstehe das nicht, aber ich bin eh nicht so. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben überhaupt so Glücksspielmäßiges mitgemacht. An so einem Kackautomat. Die Bank gewinnt immer. Die belügen sich da selber, wenn es jetzt schon, ja, das ist das auch. Du kannst das auch aus der Perspektive sehen, na klar, das sind irgendwelche Influencer, Streamer und so, die brauchen Content. Und das ist deren Content, die Zuschauer, die dazu gucken, die feiern das auch, das ist ja auch alles cool, aber dann kommuniziert er doch wenigstens.
transparent und sag, ist im Hype, ich nehme das mit, weil das ein Hype ist. Ich habe auch Spaß daran, aber ich mache das erstens, weil die Zuschauer das wollen und zweitens, weil ich auch Spaß daran habe. Und weil mir dann vielleicht das Geld oder so nicht wehtut. Und nicht so ein auf diese, ja, wegen dem Sammlerwert und bla bla bla. Junge, wenn ich irgendwelche Nike-Schuhe haben will, kaufe ich mir da auch nicht eine Mystery-Box bei Deichmann. Und hoffe dann, dass da meine Schuhe drin sind, die ich haben will. Chris, komm mal nach Dortmund auf eine geile Sucuk-Pizza bei Orion Grill, Scharnwurst. Nö. Ich hab Angst vor dir, weg. Die vergrößern aber auch den Hype dadurch. Ja, und weißt du, der ganz Schlimme dabei ist, die influenzen solche Leute wie einen Edel, Alter. So nix gegen Edel. Aber dat, ich finde das ganz schlimm. So, auf einmal kommt Edel ins Teamspeak gesteppt und sagt, ja, ey, hat einer von euch Pokémon-Karten? Ich hab letztes Mal hier aus meinem Keller mein Deck da für 600 Euro hab ich dafür bekommen. Boah. So, die infizieren Leute damit, Alter. Ich hab früher gezockt an so einem Automat, boah, ey, Teufel, Zeug, Finger verlassen, Mann. Immer wenn ich mir Pommes mit Mayo geholt habe, hat mein Kumpel da Geld reingeworfen. Ich habe immer zu denen gesagt, du Idiot, du. Gib mir doch lieber die 5 Euro, die du da reinwirfst. Oder verbrenn die. Statt die Scheiße da reinzuwerfen. Ich persönlich hätte auch Bock, Karten zu sammeln, aber kann mir sowas dann nicht andersweise leisten. Es gibt auch neue Packs, die nicht so teuer sind. Da sind die gleichen Pokémons drauf oder sogar noch neuere. Die kannst du doch sammeln. Oder so ein Bierdeckel. Same bei FIFA, Geld reinpennen. Ja, das ist überall das Gleiche. Ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich damals bei Pokémon, wisst ihr noch, wo ich gestreamt habe? Wo die Leute donated haben, gesagt haben, oh komm, mach nochmal auf, Alter, um ein verkacktes Dragonier oder so zu upgraden, Alter. Ich weiß nicht mehr, 400 Euro oder so. Wenn ich daran heute denke, ich schäme mich für mich selber. Dass ich so viel Geld, Alter, dafür ausgegeben habe. Für so ein Kackgame, was ich dann nicht mehr gespielt habe. Junge. Wie dumm. Einfach nur absolut dumm. Dass ich das gemacht habe. Aber da ist jeder auch unterschiedlich. Ich will die Leute, die das machen, auch nicht an der Karre pissen. Das sind alles erwachsene Menschen, die wissen schon, was sie zu tun haben und nicht. Wollte nur kurz hier sagen, was? Sag mal, kannst du mir eben 1000 Euro leihen, wenn du ein CSGO-Case-Opening machst? Halt die Klappe, Alter. Grüße. Mit der Zeit wird man schlauer, Kürtis. Ja, das stimmt. Die neuen Pokémon sind kacke, die alten fühlen sich halt nur persönlich. Da ich Pokémon früher sehr gerne gespielt habe. Ja, wenn du die doch sammeln willst, dann hol dir doch solche Karten, die nicht so ein hohes Ranking haben, weil die nicht perfekt sind. Du bist jetzt so, okay, bin wieder weg. Leon, hab ich gar nicht erzählt, ne? Jeder weiß ja, dass Da Vinci meine Videos quasi macht. Und dass nur Da Vinci die machen darf. Weil Da Vinci ist seit Anfang an quasi dabei. Und hat sich jedes Mal drum gekümmert, außer mal eine kleine Aussetzung, wo er selber keinen Bock mehr hatte, irgendwie auf YouTube was zu machen. Und jetzt vor kurzem hat Da Vinci einen Kanal entdeckt, der auch einfach Videos von mir hochlädt. War auch ein Zuschauer von hier. Und der hat mich aber vorher nicht gefragt, ob der das darf. Der hat das einfach gemacht so. So auf ganz ekelhafte Basis. Dann hat Da Vinci gesagt, so, ja, den werde ich anschreiben, weil ich habe Da Vinci quasi, wenn man das überhaupt machen kann, halt quasi die Rechte dafür gegeben hat, nur er das machen darf. Also meine VODs und so benutzen. Da Vinci auch in deinen Videos dabei? Falls ja, wer? Welche Videos, Bruder? Da Vinci ist derjenige, der die Videos macht. Da hat Da Vinci den Typen angeschrieben und haben wir den halt gesagt, so, ja, ne, du darfst das nicht und bla bla bla. Dann sagt der Typ, ja, okay, ich lösche alle, so nach ganz viel Diskutiererei, ich lösche alle Videos, aber dafür sub ich bei Curtis nicht mehr. So richtig auf Erpresserbasis, Alter. Nee, Da Vinci spielt kein RP. Da schreibt Da Vinci mir, sorry, Bruder, ich schulde jetzt 5 Euro im Monat. Ich sag, das ist kein Ding. Kann man denn so sein, Alter? Ich darf deinen Content nicht klauen und für meinen YouTube-Kanal benutzen? Pff, dann sub ich dir nicht mehr. Aber jetzt 10er Sub von Da Vinci, ja, ja. Junge. Stimmt, ich wollte Duftkerzen machen. Hab ich immer noch nicht. Eine Duftkerze oder dann gehen wir Big Peanut zocken. Gucken, was heute abgeht. Hat man irgendwas geplant mit dem?
Eigentlich wollte ich mal nach Autos gucken, Alter, aber man kann sich die Ingame auf Unity ja gar nicht angucken. Das VOD-Archiv hat vorher gefragt, ja, das machst du ja, Alpha. Und das weiß ich ja auch und da ist ja auch cool. Da Vinci Mod schneidet die Dinger zusammen und du lädst die VODs hoch, wie du Bock hast halt. Das ist ja alles geklärt. Aber ohne zu fragen, hinzugehen und einfach zu nehmen und so. Und dann am Ende so zickig zu sein und zu sagen, ja, wenn ich das nicht darf, wenn du mir das jetzt hier verbietest, dann zapp ich da nicht mehr rein. Geisterkram bei den Maxis müsste noch gemacht werden, oder? Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass wir das noch machen. Weiß ich nicht, muss ich Twinkie MP fragen. Die ist ja das Medium. Popeye, Dankeschön für den Prime im 10. Hab dich lieb, du geile Katze. Jo, Dankeschön. Und Teische, danke für den Reset im 22. War lange nicht da, Hukulo. Was geht? Oh, du warst lange nicht da? Dann lehne ich mal heute zurück, Bruder. Obwohl ich einen Gang zurückschalten muss mit dem Charakter, weil der knebelt ordentlich rein. Ich bin nur ein bisschen hyped, deshalb bin ich auch so hyperaktiv damit. Peanut sehe ich in einem Wohnwagen. Ich weiß nicht, was für ein Auto zu dem passt. Es gibt da den YouTube-Kanal, wo alle deine VODs zu finden sind. Meinst du den? Ne, der ist von Alpha Centauri. Den meine ich nicht. Das ist so ein, auch so ein GTA-Best-of-Kanal war das oder so. Aber der hat im Prinzip das gleiche gemacht, wie Da Vinci macht. So, der schneidet die Videos zusammen. Letztes Mal war ich vor einem halben Jahr oder so da. Ach, du Scheiße, Bruder. Dann willkommen zurück und Dankeschön für den Resub. Für dich zur Aufklärung. Ich zock Curtis noch, den Charakter. Mittlerweile jetzt seit 6 Monaten wieder. Aber ich habe jetzt seit Sonntag, ne? Auch einen neuen Charakter ausgepackt. Der heißt Big Peanut. Wirst du gleich sehen. Nein, das sind ganze VODs. Weiß ich, Uganda. Das ist halt, wie gesagt, Alpha Centauri sein Kanal. Big Peanut hat immer Blähungen. Mikesen, danke für den Prime 6. und Pantagon, danke schön für den Reset mit 24. Gibt auch einen, der komplett VOD hochlädt. Ja, das ist doch Alpha Centauri. Juhungs. Hallo? Rede ich hier mit mir selber? Ich höre auch nie zu. Dankeschön, Maxen. Wer ist denn Most Wanted? Boah, der schaut schon wieder. Warum? Der ist lustig. Jetzt kriegt die Klappe Eiran, Alter. Achso, der Chat. Ja, der Chat. Ich mag den Chat. Er ist genauso doof wie ich. Oder seid ihr schlau? Flipflop, danke schön für den Resub 18. Einfach ignorieren. Mir hört halt echt keiner zu, Alter. Nightfox, danke schön für den Gift in einem Alpha Centauri. Ihr dürft gleich Eier machen gehen, Chat, keine Sorge. Und Nick, danke für den Resub 8. Grüße. Ich hab nur den einen Hot Black. Ich war auch die ganze Zeit überlegen, was ich noch für Sounds mit einbinden kann, aber mir fällt echt nichts auf. Ein. Rülpsen noch, aber das kann ich ja ohne Soundboard. Das ist zwar derbe ekelhaft. Wenn man das macht, genau wie dieses Schmatzen beim Essen. Also ich würde da, wenn ich da zugucken würde, bei so einem Charakter die Krise kriegen. Ich mag sowas eh nicht. Oh, Magenknurren wäre eine gute Idee. Ich kann dir dahingehend noch ein paar Sounds aufnehmen, was Furzen angeht. Halt die Klappe. Magenknochen ist eine gute Idee. Stampfen? Klatschgeräusch beim Rennen. Schönes Lied, ne? Wie ihr klaut meine Playlist. Gibt kein DMCA hier. Ist alles geregelt. Autoknirschen fürs Reinsetzen. Ich guck mal. Was ist denn da los heute? Und wir haben Donnerstag, Bruder. Dienstag, Mittwoch sind wir frei. Optional Donnerstags auch noch, ja. Aber heute bin ich da.
Okay, wir hören das Lied noch Ende. Hacky, danke schön für den Hacky, danke schön für den Prime. Im 22. Monat. Tag, Zam, was geht? Du musst dich benehmen, C-Master. Das Lied macht mich traurig, warum? Das ist mega chillig. Ja, ihr könnt Tinkepäckchen nehmen. Dr. Plebstein, vielen lieben Dank für den Prime im 4. Boah, ich habe schon 30 Subs, Alter. Zolti, danke für den Resub im 21. Du bist selbst ein Pups. 30 Subs schon. Bald kann ich Fulltime-Streamer werden. Boah, Schattenwolf weiß ich nicht. Ich wollte mit Stan aufnehmen, aber das hat nicht ganz so funktioniert, weil ich wieder abgesprungen bin am Ende. Und dann kam ja dieser Funny District raus. Vielleicht irgendwann mal. Da liegt kein Fokus drauf. Das war auch immer so Rakim seine Sache mit den Tracks. Langsam reicht's mit dem Sub, sonst guckst du nur noch im Himmel. Ich mag Subs. Subs bringen mir Essen auf den Tisch. Dankeschön, Jet. Vielen lieben Dank, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich das hier machen kann. Sonst müsste ich auf Baustela. Subs sind gut. Ich mag Subs. Dankeschön, Chat, wirklich. Was macht deine Gesundheit? Alles gut. Subbait, Kappa. Wenn ich baiten wollen würde, hätte ich gesagt, boah. Vielleicht nur so ein paar Subs und dann haben wir eine gewisse Grenze wieder geknackt, aber das kann ich nicht von euch verlangen. Oha, Curtis mag Geld voll abgehoben. Ne, Curtis mag Essen. Und Curtis mag Miete rechtzeitig zahlen und Krankenkasse 890 Euro im Monat. Und Steuern, das mag Curtis. Blink, Dankeschön für den Prime im 7. So, wir gehen in eine Permis jetzt. Aus mit der Mucke, Set Game. Das weg. Das klein. Was ist denn da das Baiten? Boah, boah. Adrian, danke schön für 5 Gifte Zaps. Vielen lieben Dank, Bruder. Boah, warte mal. Ich glaube, ich habe da Kleingeld fallen gelassen. Ich glaube, ich muss mich mal kurz bücken. Moment. Oh, mein Rücken tut weh. Ich muss so bleiben. Sorry, Chat. Oh. Please no Clipperino, bitte. Oh. Dankeschön. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und Drax, danke für den Resub im 5. Reich für Brot und Wasser. Das reicht ehrlich. Marcel, lebst du noch? Ich habe dich angeschrieben im Discord. Du hast nicht geantwortet. Und Birgit hat Wohnen. Dankeschön für den Resub im 14. Lass das. Oh, scheiße. Da kommt schon wieder was reingedonnert. Das sind 10 diesmal. Das reicht nicht mehr. Oh, warte, ich glaube. Oh, da habe ich schon wieder was fallen lassen. Oh. Ich schreibe auch den. Was? Fehler, es tut uns leid, aber das dauert länger als geplant. Was? Was ist denn mit dem Rockstar-Dings los? Och nö. Och nö. Sag nicht Rockstar kackt ab, Mann. Ich will playen. Wo ist denn der los? Nochmal Glückwunsch an die Glückspilze. Das ist doch wieder so ein Bait, ne, Schattenwolf? Ich kenne die Taktiken von euch. Au! Why kick you not starting Grand Theft Auto? Ich muss gucken. Connection Lost, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs. Ich hoffe, die Leute bedanken sich auch. Dankeschön. Ne, ich hau mein Prime nächsten eh bei dir rein. Das ist sehr nett, dankeschön. Sag ich, das ist schon fast ein Bait. Was ist mit Rockstar schon wieder los? Du bist nicht neu, Lord Purzelbaum. Alter, ich glaube, GTA ist kaputt. Es tut uns leid, aber es dauert länger als geplant.
Waikiki. Ich glaube, das wird heute nichts. Warte mal, ich habe die Spur noch nicht an. Das ist auch gutes Lied, Alter. Aber ihr im VOD könnt das nicht hören, ne? Jay, danke schön für den Gift, dann Schattenwolf. Hä, was ist los hier? Eigentlich müsste ich gar nichts mehr zocken. Einfach nur online gehen und Mucke hören, Alter. Schau bei Gott, der meldet nicht an. Why? Oh. Oh. Es tut sich was. Immer muss man sich auf andere Leute verlassen. Mach Music Review Stream, aber jetzt könnte ich sogar. Oh. Jetzt habe ich aber den Singleplayer gestartet, ich Dummkopf. Welche Third-Party-Tools? Lieber du alten Hacker, du. Tasten da schon wieder am Laufen. Spiel doch Tomb Raider. Small, Junge. Ja, ich musste Singleplayer starten, weil ich mich neu anmelden musste. Da braucht er gar nicht Pfeifert und sowas machen. Keck W. Ihr seid nämlich auch nicht schlauer als ich. So, Raja MP. Boah, ich würde echt gerne mal Harry Potter MP zocken, ne? Das kannst du aber nicht bringen, Alter. Können da ich mal Mystery Boxen aufmachen? Ziehst du einfach so Crocs, Junge. Und ich übelst am Feiern hier mit Webcam auf Hände, Alter, weil die glitzern. Let's go, Junge. Was macht der Demba? Der zockt auch noch RP ab und zu. Ruhe jetzt hier. So, an mit der Mucke, Dingsbums, zack, fertig. Only, it's only game. Cello, danke schön für den Prime 17. Und Vagus, danke für den Prime 23. Wo war denn der Sub? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es was zum... Ach man, jetzt... Boah, zum Glück habe ich das jetzt nicht gezeigt. Falsche IP-Adresse, ich war nur auf dem Testserver. Junge, heute klappt geh nix. Profi-Streamer bei Zoe. So, auf ein zweites. womit verdienst du dein Geld? Ich verdiene mein Geld damit, dass ich Leute im Internet zum Lachen bringe und denen eine schöne Zeit in dieser tristen, grauen Welt eine schöne Zeit für die erschaffe, damit die aus ihrem Alltag entfliehen können. Damit verdiene ich mein Geld. Ich bin so etwas wie Sozialarbeiter. Oder eher wie so ein Zirkusclown. Und Bauchtanz, das stimmt. Und ich bringe Leute zum Einschlafen. Ich bin der neue Sandman. Der echte Schwabbel, danke für die Reset im Dritten. Ey, Curtis, kannst du bitte einmal sagen, hey, ich bin Curtis. Hey, ich bin Curtis. Willst du das jetzt aufnehmen und irgendwo verschicken per WhatsApp oder was? Du Schlingel, du. Das machst du auch super, Curtis. Ich würde mal sagen, Gehaltserhöhung. Ja, da bin ich schon lange beim Verhandeln mit dir, aber die Leute hören mir nicht zu. Doch, obwohl einer hat mich angeschrieben, mehrere haben mich schon angeschrieben. Warum kann man die nicht donaten? Irgendwann hole ich das Ding wieder rein, ich sag's euch. Das ist dann die Burgerkasse für Peanut. Oder Schutzgeldkasse für eine Katze.
Test, test. Hih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